Wir haben die JBL Bar 2.1 für euch getestet, das günstigste Set von JBL mit Subwoofer und Soundbar. Und was das Ganze kann, seht ihr in diesem Video. Die Soundbar ist 97 cm lang und ja, fällt damit relativ groß aus, passt aber unter quasi alle Fernseher ab 43 Zoll aufwärts. Der Subwoofer ist auch relativ ausladend und braucht einiges am Platz, ist dafür aber dann für den Bass zuständig. Die Verbindung zwischen beiden Geräten klappt zum Glück ohne Kabel, das heißt, Sie können den Subwoofer auch quasi einige Meter weit wegstellen und haben trotzdem noch immer eine Verbindung. Bei den Eingängen gibt sich JBL ein bisschen sparsam. Natürlich möchte man seinen Fernseher und andere Technik damit verbinden. Für Smartphones und Tablets steht Bluetooth bereit. Darüber können Sie dann halt Musik hören, zum Beispiel über Spotify oder andere Streamingdienste wie dieser. Wichtig ist natürlich auch, den Fernseher anzuschließen. Ich meine, darum geht es ja eigentlich. Man möchte den relativ miesen und manchmal echt schlechten Fernseher-Sound ein bisschen aufbessern. Und die Verbindung zwischen Fernseher und Soundbar klappt über HDMI oder über den optischen Digitaleingang. Für weitere Technik, das ist sehr nett tatsächlich, bietet JBL einen weiteren Anschluss. Sprich, wenn Sie jetzt die Soundbar über HDMI mit dem Fernseher verbinden, verlieren Sie ja am Fernseher genau genommen einen HDMI-Platz. Den gleicht die Soundbar aber wieder aus, indem Sie hinten quasi noch einen HDMI-Eingang haben. Für zusätzliche Technik, zum Beispiel für, keine Ahnung, Spielekonsolen oder Blu-ray-Player, die können Sie ganz bequem dort anschließen. Audio, wie zum Beispiel Radio oder sowas, gibt es leider nicht. Also sprich UKW, DAB Plus oder Internetradio fehlen. Das ist in der Preisklasse aber auch nicht zu erwarten und ja, deshalb auch nicht an Bord. Für die Steuerung der Soundbar steht eine Fernbedienung bereit. Die ist sehr simpel gehalten und sehr einfach. Dort können Sie zum Beispiel die Lautstärke ändern oder den Bass einschalten. Und ja, über alle Eingaben bekommen Sie halt Informationen über die kleine LED-Matrix unter dem Logo. Der wohl wichtigste Aspekt bei einer Soundbar ist natürlich der Klang. Bei JBL oder bei der JBL Bar 2.1 fällt dieser etwas blechern aus, ist dafür aber auch ausgewogen und relativ klar. Der Subwoofer, der dabei ist, der ist für den Bass zuständig. Der Bass klingt auch gut, ist teilweise aber etwas heftig. Gerade auf der höchsten Bassstufe, die man einstellen kann über die Fernbedienung, muss man wirklich aufpassen, dass nicht zufällig alle Porzellanteile aus dem Regal fallen. Und ja, manchmal ist weniger auch ein bisschen mehr. Die JBL Bar ist, wie schon bereits gesagt, relativ günstig. Sie kostet 300 Euro und das Gesamtpaket beinhaltet neben der Soundbar eben auch den Subwoofer. Und ja, für den Preis kann man nicht so viel verkehrt machen. Allerdings ist die Verbesserung vom Fernseherklang auch ja, nicht so riesig. Und es gibt bessere Alternativen auch in diesem Preissegment. Allerdings macht die JBL Bar gerade für Bassfans einiges richtig.